Guten Morgen. Es ist mal wieder Zeit für einen Ausflug. Diesmal Italien. Es geht nach Mailand zu Alkmaar. In die Tag dazwischendrin ein bisschen Moped fahren im Apennin. Ich erzähle ein bisschen was von den drei Highlights, die nicht nur mir aufgefallen sind, sondern allen anderen auch. Und über die jeder schon berichtet hat. Das ist zum einen die 450er GS von BMW, die neue 700er Tenere und die 390er KTM. Droh bleiben, nach dem Vorspann geht's los. Ja, die Alkmaar ist die wahrscheinlich größte Motorradmesse in Europa und seit 2-3 Jahren immer mehr Motorradfirmen aus dem asiatischen Bereich. Es ist interessant, was so alles auf dem Markt ist und wie sich so entwickelt. Wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag sind die Publikumstage, bei der Morgen in der Früh um 9:30 Uhr anzutanzen und reinzugehen. Der hat sich sauber geschnitten, weil da stehen tausende Leute an, die rein wollen und das dauert mindestens eine Stunde, zwei, bis dann auch die letzten drinnen sind. Von daher gesehen kann ich nur jedem empfehlen, am späten Vormittag reinzuschauen. Dann ist an den Eingängen nicht mehr so viel los. Gegen Mittag sind sie dann beim Essen, dann wird es in den Ständen auch schon ruhiger. Ja, und so ab 17 Uhr, die letzten 1,5 Stunden, hat man dann wirklich die Stände und die Motorradl für sich verloren. Da ist dann fast keiner mehr da und macht ja viel mehr Sinn. Ja, speziell im Abenteuerbereich hat sich einiges getan. Jeder springt auf den Zug auf und baut ein Adventure Bike. Dann gibt es die lustigen Sachen wie Airbag Jeans. Wenn du früh auf der Straße unterwegs bist, stylisch ausschauen willst und auf Sicherheit sollst, bist du genau richtig. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt mit der Produktion von dem Film über die Messe. Ich habe festgestellt, das liegt mir nicht ganz so, mich selber filmen, um vor der Kamera zu stehen. Mit dem Team war das viel einfacher. Aber wie auch immer, jetzt war ja bloß die 3-4 Highlights, die mir so aufgefallen sind. Irgendwie ist da ein bisschen wie im Oktoberfest zwischen den ganzen Hallen, die Bierzwettel sein kannten, sind die ganzen Foodtrucks, also von Hunden und von Touristen muss da keiner. Im Außengelände haben sie dann einen Trailparcours aufgebaut und ja, so ein Motocross-Gelände. Da fahren sie dann Showrenner. Also, es ist nicht nur in der Halle was geboten, sondern draußen auch. Und von daher gesehen kann ich jedem empfehlen, schaut euch das mal an. Ja, wir sind in der Mode-Weltstadt Mailand. Da gibt es natürlich einen Haufen Models und fast auf jedem Motorradlstand siehst du irgendwo ein Model auf dem Moped hocken, um das Gesamtbild zu verschönern. Und ja, das ist halt schön zum Anschauen, gell? Die Jungen, die schwänzeln um der herum und lassen sich von denen dann irgendwelche Instagram-Nachrichten aufs Telefon sprechen. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich wie ein großer Jahrmarkt. Ja, was gibt es Neues, was mir aufgefallen ist? Ja, Yamaha bringt eine neue 700er raus, BMW ein 450er Zweizylinder und KTM ein 390er Abenteuer A2 Motorradl, basierend auf der Duke und spricht halt Jugendliche an, die halt gerade einen A2 Führerschein haben und gerne Abenteuer reisen. Ja, schaut gut aus, ob es was kann, werden wir sehen. BMW hat eine neue GS rausgebracht, der 450, ebenfalls für die A2 Führerscheinklasse. Aber die haben einen Zweizylinder gemacht. Das Ganze ist noch eine Studie, ein Projekt. Kommt vom Ausschau her sehr nah an dem, was dann letztendlich im Geschäft drin steht. Ich bezweifle mal, dass dann dort auch ein Grapovic-Auspuff dort sein wird. Das ist halt einfach nur ein Showbike. Und ja, fahrwerkstechnisch kann es schon noch ein bisschen ein Upgrade vertragen, weil die 19 Zoll vor allem vorne finde ich ein bisschen weniger. Der darf durchaus 21 Zoll drin sein. Aber für jemanden, der nur auf der Straße fährt, reicht die 19 Zoll definitiv aus. Federwegstechnisch ist sie ein bisschen schwach auf der Brust. Vorne hat sie gerade einmal 16, 17 cm Federweg. Ja, da kannst du nicht voll mit anfangen. Beim Licht ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also die Lichtmasken, wie sie so verbaut worden ist, ist ja auch nicht straßenverkehrstauglich. Es ist ein Showbike und da ist halt noch vieles nicht so, wie es dann letztendlich auf den Markt ankommt. Tanktechnisch hat man mir gesagt 14 Liter, könnten aber auch 16 werden und mit 16 Liter ist man dann ganz gut dabei. Ob sie dann auch das hält, was sie verspricht, wird die Zukunft sagen. Ja, aber bis dahin ist ja noch nur Zeit, bis man dann den Führerschein hat und das passende Kleingeld, um sich sowas zu kaufen. Gell? Bei Yamaha, die 700er Tenere ist überarbeitet worden. Da wurde anscheinend die Position vom Tank abgewendet, um eine bessere Balance herzukriegen. Die Kinematik am Federbein hinten ist geändert worden. Am Kupplungsdeckel hat man die Abdeckung neu designt, weil es halt geheißen hat, dass man da mit der Hosen hängen bleiben soll. Die Armatur ist komplett überholt. Das Radl ist Geschichte.
Und ebenso die ganze Problematik mit dem ABS. Das ABS lässt sich jetzt mit einem Knopfdruck ein- und ausschalten. Und auf der Seite gibt es sogar noch einen USB-Stecker dazu. Ja, optisch hat sie dann eine neue Lampen gekriegt, ein anderes LED-System. Ich persönlich finde es ganz gut, so wie sie da steht. Und ja, Frau kann ich kaufen, habe ich auch nicht. kaufen muss ich es jetzt nicht, weil meine hat ja erst ein paar Kilometer drauf, also die werde ich schon eine Zeit lang fahren. Und was dann, und wie es dann in ein paar Jahren ausschaut, die Teneré, wer weiß. Für die Teneré gibt es jetzt einen Plastiktank von AirTech. Inhalt 23 Liter und optional kann man auch das abschließbare Schloss oben verwenden. So ist nächstes Jahr auf den Markt kommen, also ist schon in der Produktion und soll halt nächstes Jahr auf den Markt kommen. Ob die KTM und die BMW dann Konkurrenz für die CF Moto werden, das sei mir dahingestellt, denn preislich werden die beiden mit Sicherheit nicht an die 450er CF Moto kommen. Qualitätstechnisch ist sie ja ganz vorne mit dabei, Kajaber-Fahrwerk und die ganzen Gimmicks, die da verbaut sind, ja wie auch immer. Preistechnisch kommt man, also in der Kategorie preistechnisch kommt nichts an der CF Moto vorbei. Und da wird sich in der nächsten Zeit meiner Meinung nach auch nicht recht verändern. Denn billiger geht nicht. Und das Einzige war dann halt, dass man halt, wenn man den Preis mitspielt, dass es dann an Qualität mangelt. Und ah ja, jetzt ist ja bald Weihnachten. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Geschenk seid, schaut bei mir auf dem T-Shirt-Shop, da findet ihr bestimmt was. So, und jetzt Abmoderation habe ich gemacht. Jetzt zeige ich euch noch ein paar subjektive Aufnahmen von meinem Wochenende Nacht Eigmann. Denn es hat genauso viel Spaß gemacht, wieder auf der Messe rumzulaufen und sich die ganzen neuen Sachen anzuschauen. Gell? Also viel Spaß für euch.